Das hier ist ein Lied zum Test, mit dem sich hoffentlich gut testen lässt. Ob ich auch verständlich sing, wie ich mit Gitarre kling. Mit der Stimme weit genug da hinten drin. Wie ist das? Kommt, hallo! Dann können wir das abholen. Gut. Wetterlieder. Das wäre sonst das einzige gewesen, wo gar kein Wetter drin vorkommt. Ich habe ansonsten in jedem Lied in irgendeiner Form Wetter drin. Was aber nicht heißt, dass es Wetterlieder sind. Ich habe mich bei dieser Hausaufgabe erinnert gefühlt an die Deutsche Bundesbahn, die seinerzeit in den 60er Jahren den Werbeslogan hatte: Alle reden vom Wetter, wir nicht. Vom SDS damals übernommen. Guter Spruch. Ist ein guter Spruch, ne? Und deswegen fängt dieses nächste Lied, geht in die Tiefe. Und dann wieder ein bisschen auf. Wir haben ja diese Woche interessante Dinge im Fernsehen erlebt. Genau, fast eine Woche her. Lange nicht mehr mit ihm gespielt, aber ich dachte, wenn das ohne Anlage ist, müsste das sein. Gucken wir mal. Altweiber Sommerwetter, schön und keiner weiß wieso. Hab einen Brief im Kasten, die vorm Öffnen erst aufs Klo. Das Wahlamt hat geschrieben, den schönen Schein. Gib mir die Chance zu wählen, lässt mich dann mit der allein. Wen soll ich bloß wählen? Ich hab die Qual der Wahl. Soll jede Stimme zählen, wird die Wahl erst recht für mich zur Wahl. Bei manchen Kandidaten stoß ich mich an der Partei. Manchen Listennamen, die hätte ich lieber nicht dabei. Dieser ist unmöglich, jener schreckt mich ab. Der da ist indiskutabel, mit der geht's bergab. Dem ist nicht zu trauen, der ist viel zu dumm. Der weiß nicht, was geht. Dessen Wege sind zu krumm, an den Straßenrändern werd ich von Fratzen abgeschreckt. Hätt manche Köpfe besser hinter Masken gut versteckt. Inhaltsleere Phrasen können mich nicht motivieren. Versprechen hätt man sowieso nicht, was hab ich zu verlieren. Peinliches Beteuern, das man auf dem Bildschirm zeigt. Spannend ist gerade das, was ein Parteiprogramm verschweigt. Warum stellt man Fragen, wenn niemand Antwort gibt? Was stößt an Kandidaten ab? Was macht andere Bild? Wer kann mich beraten? Wer kennt sich noch aus? Wer lügt, dass sich die Balken biegen? Wer kommt ungeschoren raus? Welche Fakten sind bewiesen? Was ist sonnenklar? Was liegt auf der Hand und was ist richtig, was ist wahr? Ohne überzeugende Kandidaten gibt es keine überzeugten Wähler. Sprüche, Klopfer, Dünnbrett, Bohrer und Erbsenzähler. Endlos quäl ich mich und grübel, sag mir, was ist das geringste Übel? Wen soll ich bloß wählen? Ich hab die Qual der Wahl.
jede Stimme zählt, wird die Wahl für mich zur Qual. Bei manchen Kandidaten stoß ich mich an der Partei, lese auf manchen Listen Namen.